Wir sind jetzt hier bei der Valk Fire Academy in Rotterdam. Wir haben hier ein riesen Übungskalender, quasi industrieel brandbekämpfung. Wir machen hier Schiffsbrandbekämpfung, Innenangriffe, technische Hilfeleistung, Flugzeugbrandbekämpfung. Und mit Schwerpunkt bestimmt auf die Industriebereich ist auch wirklich mit Gas- und Flüssigkeitsbränden, dass man auch mit Pulver, mit Schaum, mit Wasser, mit CO2 machen kann. Also im Prinzip, was die Feuerwehr in der Praxis mal wirklich durchführen, kann man hier auch realistisch üben. Es kommt darauf an, was auch die Wünsche und die Zielsetzung von der Kunde ist. Ist das wirklich Schiffsbrandbekämpfung? Ist das Innenangriff, industrielle Brandbekämpfung? Wir haben jetzt auch seit anderthalb Jahr LNG live. Das ist LNG minus 161 Grad. Das können wir auch anbieten für Feuerwehr- und Nicht-Feuerwehrleute. Aber wir können auch die Training bei der Kunde vor Ort machen. Und das ist auch weltweit. Wir schicken auch Ausbilders weltweit. Ob das Australië ist oder Afrika ist oder in Europa oder Engeland. Kommt auf die Zielsetzung und die Programm, was erstmal zusammen mit der Kunde besprochen ist. Die Zukunft ist, dass wir nächstes Jahr ein neues Übungsgelände haben. Also wir werden dieses Jahr anfangen mit dem Neubau von dem neuen Übungsgelände. Und im Prinzip quasi die Zielsetzungen und der industrielle Bereich, das bleibt. Aber die Übungsobjekte an sich wird total geändert, wodurch wir andere Szenarien bekommen. Mehr realistische. Die Übungsgelände, quasi Industriebereich, wird wirklich realistisch nachgebaut und das haben wir auch in Nachsprache gemacht mit unseren Kunden. Und da haben wir gefragt, was sind eure Ideen? Das haben wir alles gesammelt und damit haben wir so einen Plan gemacht, wo wir mit weiterentwickeln können, um ein neues Gelände zu bauen. Ein separates Gelände nur für Transportereignisse. Wir werden das Wohngebiet quasi in Angriff auch totaal aanpassen, ändern. En natuurlijk komt ook dat offshore bereik daarbij. We hebben jetzt hier ook nog offshore, also die speciaal training voor de overlevingschance af dat meer, survival training. Dat werd ook weer metgenomen. Het is nog in de ontwikkeling, maar we fangen dit jaar aan schon met die Neubau. En de planning is 1 april 2018 hebben we een nieuwe kalender. Das sind natürlich in der Welt mehrere Übungsgelände, aber so groß, was wir hier sind, wir sind eigentlich die größte von Europa.